So, liebe Freunde, WeSafeTB heute ausnahmsweise mal mit einem Duo vor der Linse. We proudly present zum einen Gavi Warnschaffe, deren Leidenschaft und Lebenswerk ja der Frauenfußball bei Tennis Borussia ist. Sie war als Spielerin aktiv, als Trainerin und als Abteilungsleiterin und zu unserer großen Freude gehört sie jetzt dem neuen Vorstand an. Und zur Rechten haben wir Robert Jaspert, auch ein TB-Urgestein, der nach seiner Zeit bei TB, nach seiner sehr erfolgreichen Zeit bei TB zum Weltenbummler wurde, sehr viel unterwegs war. Unter anderem war er mit Joe Bonfrey im Trainerstab von Südkorea, hat dort das Kunststück vollbracht, die Nationalmannschaft in Jürgen Klinsmann zu schlagen. Aber wie wir schon festgestellt haben, wir haben uns schon lange unterhalten, schlägt in seiner Brust immer noch ein Borussenherz und deshalb sind wir froh, die beiden hier begrüßen zu dürfen. Und ihr habt ja beide damals Ende der 90er eine gemeinsame Zeit bei Tennis Borussia gehabt, habt beide im Schatten der ersten Mannschaft mit relativ bescheidenen Mitteln auskommen müssen, aber trotzdem Großes geleistet. Wie sind denn deine Erinnerungen an die Zeit, Gavi? Na, phänomenal. Also ich habe ja auch das große Glück gehabt, dass ich mit Robert zusammenarbeiten durfte. Ich war ja mehr oder weniger seine Zeugwartin und ganz besonders interessant waren seine Trainingseinheiten. Zu dieser Zeit war ich ja auch zeitgleich Trainerin unserer Bundesligamannschaft. Ich habe mir da sehr viel abgeguckt, gerade was die taktischen Bereiche anging. Die waren super toll von ihm durchgeführt. Eine sehr große Disziplin in der Mannschaft gewesen. Auch diese anderen Bereiche wie Ausdauer und Kondition, wie er mit der Mannschaft trainiert hat, habe ich regelmäßig zugeguckt und muss sagen, sehr, sehr viel von Robert gelernt und hat immer Spaß gemacht, mit ihm zusammenzuarbeiten. Bin stolz darauf, dass ich mit ihm zusammenarbeiten durfte. Ja, Robby, wir können uns natürlich auch alle noch lebhaft an die Zeit erinnern. Zwei Aufstiege damals in der Zeit, einmal in die Oberliga und dann unvergessen in Hoyerswerda ist dann der Aufstieg in die Regionalliga geglückt. Wie sind deine Erinnerungen so an diese Zeit? Ach ja, wenn ich zurückblicke an die Zeit bei Tennis Borussia, die Gabi hat schon angesprochen, das war eine erfolgreiche Zeit. Wir haben Pokale errungen, Pokalsiege, Meisterschaften, Aufstiege gefeiert. Wir haben vielen jungen Spielern und Spielerinnen den Weg auch in den zarten Fußball geebnet und das darf man auch nicht vergessen. Es war im Großen und Ganzen eine Zeit, die ich nicht vergessen werde, die mir auch viel bedeutet. Aber heute leben wir halt eine andere Zeit bei Tennis Borussia. Die Zeiten haben sich leider geändert. Und das ist manchmal so wie im Aktienmarkt auch. Wenn wir die Aktien mal nach unten, zurzeit ist das der Fall, umso mehr freue ich mich, dass der Vorstand jetzt neu bekleidet wurde, dass man neue Wege geht. Heute im Vorstand hat mit dem Andreas Vogt beispielsweise auch und der Gavi, die bereit sind, hier Verantwortung zu übernehmen und dafür zu sorgen, dass Tennis Borussia wieder dorthin kommt, wo es in meinen Augen auch hingehört, als alter Traditionsverein. Dazu ist es natürlich notwendig, dass man viel Geduld aufbringt, das ist entscheidend, viel Herzblut und natürlich auch ein bisschen Glück hat. Im Großen und Ganzen, mein Herz hängt natürlich immer noch an Tennis Borussia, auch wenn ich viele Auslandsreisen gemacht habe und viel im Ausland, im Inland auch unterwegs war, aber ich verfolge natürlich das, was hier bei Tennis Borussia geschieht und bin überzeugt davon, dass bald wieder Tennis Borussia gute Schlagzeilen wieder schreiben wird. Danke, Robby. Es macht uns sehr stolz, dass dein Herz immer noch für den Verein schlägt und dass du die Entwicklung immer noch so aktiv verfolgst und dass du dich auch als Botschafter zur Verfügung gestellt hast. Ja.